Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Krillos Challenge. Ja, wir sind auf der, also jetzt kann man glaube ich tatsächlich sagen, dass wir auf der Zielgeraden sind. Also Simsa ist bei über 50%, 54 schon, ja, das flutscht tatsächlich jetzt. Ja, wir müssen hier noch ein paar Sachen umbauen, beziehungsweise Teile davon sind schon passiert. Hier fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Und dann haben wir zumindest wieder Wasser, das oben für unsere Dampferzeugung läuft. Ja, jetzt ist das Rohr fertig gebaut. Jetzt kann es hier losgehen. Hier können wir vielleicht mal überlegen, dass wir hier noch mehr Wasser dazu holen. Indem wir erstmal hier eine Leiter bauen. Dann graben wir uns hier durch das Goldamalgam und dann können wir die Leiter hier auch noch wieder hochbauen, um uns das Wasser zu sichern und schauen dann auch noch mal, ob wir da oben nicht noch andere Quellen auch finden. Tja, klappt es mit dem Wasser? Theoretisch ja, jetzt läuft nur nichts durch, weil unsere Automation so geschaltet ist, dass es zwar der Druck niedrig genug ist, okay, aber wir haben nicht die benötigte Temperatur erreicht. Deswegen machen wir das mal kurz manuell, dass wir hier ordentlich was reinlaufen lassen. Dann wird sich hier gleich unser Wasserkühler auch wieder einschalten. Oh. 80 Kilogramm Wasser ist schon ganz schön viel. So, woran hapert es jetzt hier? Druck aktuell 0 Gramm, ja, dann... müssen wir auch... Dieser hier ist ja eigentlich Quatsch. Er soll, wenn er... nicht 5000 Gramm, sondern wenn er unter... wenn er wegen 100 Gramm ist. Ne, Quatsch, wenn er über 100 Gramm ist, dann soll er aktiv sein. Ja, genau. Müssen wir eben warten, bis hier... das Wasser ausreichend erhitzt ist. Das wird wahrscheinlich wieder einen Moment dauern, weil hier jetzt tatsächlich... nicht wenig Wasser reingelaufen ist. Aber das sollte dann jetzt gleich, wenn wir den ersten Dampf haben und wir das umgestellt haben, wieder von alleine laufen. Wassernachschub ist hier reichlich vorhanden. Ja. Jetzt läuft hier auch das Öl ab. Sehr schön. Dann können wir nämlich hierher gehen und einmal... das alles zerlegen. Ne, das können wir ruhig mit zerlegen. Stopp. So. Ein Flüssigkeitsregler. Warum kann ich den da nicht bauen? Na gut, dann muss er dahin. Ja, dann muss ich das zwar hier auch wieder mega umständlich bauen, aber gut. Und dann da einen Auslauf. So, diesen Flüssigkeitsregler können wir mal direkt schnell runter. Brechen wir lieber den Auslauf noch mal eben ab, den Bau. Nicht, dass sich hier die Leitung
Ja, dass es komplett ausläuft. Oh Mann. Okay, ne, ist auch alles gut. Ja, es klappt schon mit 100 Gramm. Ja, dann hier noch den Auslauf rangebaut. Und dann würde ich hier eben mit dem verhältnismäßig kühlen Rohöl das Ganze auch kühlen. Das ist immer noch kälter als diese Maschinen sind, wenn sie laufen. Die sind zwar jetzt deutlich abgekühlt, aber das wird sich auch recht schnell ändern. Und deshalb auch den Tank hier unten. Ja. Neue Duplikanten sind verfügbar. Bauerntölpel, Reizdarm. Dann nehmen wir mal Miep dazu. Eigentlich würde ich auch gerne das Pufflet nehmen mit den schönen Augen, aber. Na. Baue ich das aus Wolframit, was ich mir dabei gedacht habe, keine Ahnung. Aber gut, jetzt läuft's ja. Frage ist natürlich, ob sich das hier vernünftig verteilen wird. Mit dem verschmutzten Wasser, aber ich glaube schon. Hier gibt es auch noch mal eine kleine Änderung. Mensch, weil es soll vorrangig mit einer Rohrbrücke in die Richtung fließen, damit wir es hier haben für unsere, für die Kühlung oben, für die Dampferzeugung, womit wir dann die Kolonie kühlen. Also als vorrangig hinlaufen, nur wenn die Leitung voll ist, dann bitte hierher. Im Bau, ja. Ja, schön, okay. Das Ganze läuft dann jetzt so wie es soll, genau. Oh, das hier kommt, hat 30 Grad. Was hier durchläuft. 35, ja gut, aber das wird hier ja gleich nochmal wieder insgesamt kühler, weil die ganze Kühlung ja jetzt längere Zeit nicht richtig funktioniert hat. Jetzt auch wieder nicht. Genau, weil wir jetzt Dampf haben und ich das noch umstellen muss. Die könnte pumpen. Er kann sie immer, aber wegen der Temperatur nicht. Und hier ist der Druck hoch genug, dass auch kein Wasser reinkommt. Ja, dann haben wir es doch jetzt eigentlich in Action, solange wir für Nachschub an Wasser sorgen und solange wir einen Nachschub von Strom sorgen. Simsa ist weiterhin auf einem sehr guten Weg. 75%. Die lassen wir da einfach mal weiter rumdüsen. Das ja, Öl verteilt sich weiter. Boah, es heizt sich hier natürlich extrem auf, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum hier so heißes Öl drin ist. Ach so, weil das da teilweise herkommt. Ja.
Wischen wir das doch hier unten noch ein paar Mal auf. Damit da nicht durch das extrem heiße Öl. Gut, dass da jetzt jemand durchlaufen muss zum Wischen, ist auch nicht gut, aber. Warum hat denn jemand irgendwo eine Sauerei gemacht? Zu wenig Toiletten. Ich glaube, hier in den letzten Zyklen vom Ziel bricht hier noch richtiges Chaos aus. Aber ich habe eigentlich gerade Bock drauf, das Chaos einfach mal entstehen zu lassen. Gucken, was es hier noch an Überraschungen für uns, was es da noch so gibt. Hier könnte es, ja, hier könnte es Probleme geben. Nö, das scheint die gar nicht hier groß zu jucken. Oh. 15 Grad, die haben sich aber schon gut runtergekühlt. Sehr schön. Ja, ich glaube, das wird hier was mit dieser Ölgeschichte. Frage ist natürlich nach wie vor, wie verhält sich das hier mit dem verschmutzten Wasser, ne? Schauen wir mal, ob das noch so lange dauert, dass wir das rauskriegen. Ich habe da so meine Zweifel. Da läuft auch jetzt das Wasser. Hier oben ist noch Kohle. Ja, schön. Das Wasser läuft hier nach wie vor gut. Der Tank ist noch gut gefüllt, aber es gibt hier kaum noch Nachschub, weil es hier auch gerade kein Wasser gibt. Okay. Könnten wir hier die Leiter verlängern und das Ding auch analysieren lassen. Da wissen wir nämlich auch, wann der läuft. Dieser hier hat jetzt. Er sind knapp 40 Zyklen, legt er wieder los. Und den wissen wir ja noch nicht. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, gleich um fertig zu werden mit der Challenge, weil Wasser wird so langsam beim Problem. Aber wen wundert das? Wir haben hier 64 Duplikanten. Alleine was die an Sauerstoff verbraten, was das in Wasser verbraucht. Lange das auch dauert, so ein bisschen Dampf hier aufzuheizen, ne? Das finde ich ja auch. Na gut, bisschen Dampf ist jetzt ja leicht untertrieben, aber trotzdem geht es in die Richtung Simsa. Was ist das? Feierabend, 85%. Na komm, eine Nacht schlafen. Hoffe, du. Fühlst dich nicht beobachtet, aber machen wir dich doch mal zum Zentrum der Aufmerksamkeit. Beobachte, ich hatte schon so viele Verhungernmeldungen von. Oh. Moment, was ist hier? Unerlaubte Nahrung? Oh. Vielleicht hätte ich die Meldung diesmal ernst nehmen sollen. Siebenhundertneunzig Kalorien. Ernährung. Frittierter Pilz. Wir denn keine frittierten Pilze oder was hat das zu bedeuten? Gut, also um das erstmal kurzfristig zu lösen, können wir erstmal die normalen Pilze verfüttern. Aber
würde dann noch gerne zwei weitere Elektro. Grille, Grills, Grill. Na, wer kann mir das lösen, was da die richtige Formulierung ist? Was ist die Mehrzahl von Grill? Der darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin schon mal sehr gespannt. So. Auf jeden Fall bauen wir zwei Stück davon. Die brauchen nur 60 Watt Strom. Ja, das können wir riskieren. Nummer 1, frittierter Pilz, Forever, Priorität 8. Frittierter Pilz, Forever, Priorität 8. Dann müssen wir noch eben schauen, ob wir dann überhaupt drei Leutchen haben, die Chefkoch sein dürfen. Ne, es sind nur zwei. Starblade und Mormon. Na, da bilden wir doch hier nochmal ein paar aus. Levish. Steffi. Ubi. Euch drei. Und ihr werdet dann auch noch Chefkoch später. Okay. So, Simsa. Bitte gerne. Oh, ich habe tatsächlich ins Ziel gekriegt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wir sehen ja hier unten am Fortschritt, dass uns noch ein klein wenig fehlt. Aber da sind wir wirklich auf der Zielgeraden. Ja, komm, komm, komm. Wie viel ist es? 89. Oh, das war jetzt ein bisschen langsamer. Die letzten Prozent. Das haben wir schon schneller gesehen. Was mich gerade mal interessieren würde, ist wunderschöne Dekoration. Plus 12, ja. Das kann ich mir vorstellen bei einem Raum, wo der Dekor so aussieht. Wenn man das mit dem Rest hier vergleicht. Obwohl, ja, hier ist es auch super. Aber hier. Oder auch hier. Aber noch lustiger muss es ja hier sein. Ja, hier ist es eine Vollkatastrophe. Aber wie ist denn hier. Was? Nochmal, ne, ist wieder wärmer geworden, okay. Dann wischen wir nochmal. Neun Duplikanten, unkonstruktiv, kleine Blase, narkoleptisch, reizsam. Dann nehmen wir May mit zwei. Ostino Mario, den habe ich noch nicht so oft. Verhungern sehen. Aber ich denke, das hat sich auch gleich erledigt. Ja, hat sich gleich erledigt. Ich denke, dass jetzt der letzte Zyklus anbricht unserer Ausbildung. 93%. Das sollte sich ausgehen. Boah. Wird immer, aber gut, ich will gar nicht meckern. Wir haben 65 Duplikanten, wir haben Tiere ohne Ende überall. Dass es da nicht unfassbar schnell laufen kann. Es läuft eigentlich noch sehr schnell.
Was ist denn jetzt? Na, das war ja jetzt eine Aktion. Du warst fast da. Dann wird es vielleicht doch nicht der letzte Zyklus der Ausbildung. Jetzt aber. Moral 41. Okay, diesmal gab es eine hervorragende Mahlzeit plus 16. Ja, das macht natürlich viel aus. Ich sehe. Auf dem normalen Tempo, dann sieht das ja noch erschreckend aus, aber auf diesem Tempo so ein bisschen was von Hypnose, wenn man da die ganze Zeit drauf schaut. Oh je. Simsa, go Simsa, go Simsa. Ein Puftelei. Aber jetzt müssen wir wirklich sehr knapp. Ich würde mal auf 97 tippen. 98 sogar schon. Ah, das wird knapp, ob sich das ausgeht. Ja. Nee, wir haben die 20 Minuten voll. Ich habe beim letzten Mal schon überzogen. Es sind sogar schon 22 Minuten. Ich muss euch also nochmal vertrösten. Rakete startet nicht in diesem Video. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen schneller ging. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald. Danke und bye bye.